Heute wollte ich eine Wanderung zum Balzer Herrgott machen. 6 Uhr morgens. Ich befinde mich hier in Unterkirn am Talsee. Das ist mein Startpunkt. 25 Kilometer für die Wanderung. Heute ist Regen angesagt. Ich habe richtig Lust. Wenn ihr wollt, kommt ihr mit. Viel Spaß. Angekündigt. Ganz ehrlich, ich freue mich sogar ein bisschen über den Regen, weil es war echt nötig. Durch Börnbach durch. Jetzt laufe ich im Bregtal Richtung Furtwang. Der Regen ist eher stärker geworden, also deutlich stärker nochmal geworden. Unterwegs im Wald wieder berghoch und Furtwang runter. Ungefähr 12 Kilometer bis zum Balzer Herrgott. Also knapp die Hälfte der Tour ist geschafft. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mit dem Bus zurückfahre oder ob ich die Strecke wieder zurücklaufe. Das kommt dann ganz einfach darauf an, wie es mir jetzt noch auf dem Laufe der Tour geht und wie das Wetter weiter mitmacht. Ich mache jetzt den Abstieg vom großen Hausberg bei Furtwang. Bin schon fast im Tal wieder. Ja, gehe auf der anderen Seite wieder hoch und bin dann beim Balzer Herrgott. Der Furtwang. Aber irgendwie habe ich im Moment das Gefühl, dass ich überhaupt nicht vorankomme. Aber meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist auch gesunken. Es ging jetzt ein paar Mal berghoch, bergab. Ja. Also ich denke, ich fahre heute mit dem Bus zurück.
Ich werde mit dem Bus fahren, dazu werde ich jetzt aber nach Neukirch laufen. Das ist die nächste Bushaltestelle, 86 Kilometer entfernt. Let's go. Einen sehr netten Waldarbeiter getroffen. Eigentlich war der Weg wegen Fellarbeiten gesperrt. Aber gut, ich hätte jetzt keinen anderen Weg gewusst und ich hätte auch keine Lust gehabt, auf den Berg jetzt wieder aufzusteigen, und das habe ich dem Mann erklärt. Ich bin noch dran, ungefähr 2 Kilometer bin ich bergoben. Puh. Am Pumpen. Neukirch, ab da fahre ich dann mit dem Bus. Das werde ich dann aber nicht mehr filmen. Also für euch ist das Video jetzt zu Ende. Ciao, bis zum nächsten Mal.